Hey, meine Freunde, schön, dass ihr da seid. Wir haben jetzt endlich die Hechtsuppe, die so zieht. Und bringen sie unserer wunderschönen, geliebten Frau. Man sieht ihr die Dreistigkeit gar nicht an. Ich meine, schaut euch das an. Ein Engel, der gerade vom Himmel runtergekommen ist. Ich habe deine Suppe. Die Aufgabe war verzwickter, als du dir vorstellen kannst. Endlich, so werde ich begrüßt von meiner Liebsten. Ich bin am Verhungern, gib sie mir. Und, was denkst du? Ich hatte schon bessere. Du brichst mir das Herz. Was ist das denn, ey? Wieder Zuneigung plus 5. How is life treating you? Dafür haben wir uns den Kerl jetzt ins Dorf geholt, immerhin. Oh Mann. Manchmal frage ich mich, ob ich Faulenzen nicht die Todesstrafe stehen sollte. Es ist vielleicht wirklich das Schlimmste aller Verbrechen. Zumindest ein paar ordentliche Peitschenhiebe werden wohl angebracht. Okay. Okay. Ich habe eine schöne Arbeiterfrau. See you soon. Die, arbeitet gerne. Und die sieht auch gerne andere arbeiten, scheinbar. So, wir haben ein riesiges Ziel. Und für das Ziel vor Augen brauchen wir Holz. Holzstämme aus dem Lager rausholen und stapeln und so weiter. Aber die Arbeitsprozesse laufen. Ah, sehr gut. Das meiste wie Brennholz und Bretter machen wir auch mittlerweile vollautomatisiert. Dung haben wir mehr. Ich verkaufe Dung mittlerweile. Ich kriege das gar nicht schnell genug zu Dünger verarbeitet. Eisenbahn haben wir noch 100. Ach krass. Ja, aber wir haben jetzt auch wirklich selber sehr viel Eisen rausgeholt aus der Mine. Weil das Eisenerz, das reicht nie. Aber wir haben jetzt auch viel Eisenzeug. Eisenhammer, Eisenmesser. Vielleicht machen wir doch ein bisschen Eisen, Pfeile und Bolzen. Müssen wir mal gucken. Das ist echt eine Überlegung. Da bin ich gerade mit dem Chat am Überlegen, ob wir weggehen von den Steinpfeilen. Wir haben ja jetzt die Banditen getötet und haben eine brüchige Eisenarmbrust. Und vielleicht werden wir dann auf Eisenpfeile und Bolzen gehen. Mal gucken. Aber jetzt brauchen wir erstmal, Freunde, ein paar von denen. So. Und dazu? Unsere Frau hat uns einfach das Herz gebrochen. Ihr seht, einen Teil der Mauer haben wir schon fertig gebaut. Aber es ist so viel zu tun, das schafft man alles gar nicht in einem Stream. Also werde ich vielleicht... Bis dann, Samira. Schön, dass du da warst. Also werde ich bald, Freunde, hier noch ein bisschen mehr streamen. Wäre auf jeden Fall meine Idee wert. So, was wir heute auf jeden Fall machen wollen, und das ist die Werkstattstufe 3. Ich habe mich gewundert, warum wir die gar nicht haben. Ich glaube, wir brauchen die eigentlich gar nicht. Aber wir machen die jetzt. Wir machen die jetzt eben schnell durch. Dann haben wir die auch. Und dann sieht das alles ein bisschen schöner aus. Guck mal, wie wenig Holz man benötigt. Aber nicht schlimm, wir können aus dem Holz wunderschöne Bretter machen. Ah, ein Teil davon ist immer noch aus Holz. Also ist das schon okay. So, wir brauchen noch 36 Bretter und einen Arsch voll Steine. Das kriegen wir hin. Wo bist du, Pferd? Ach, da bist du. Warum bist du denn auch so langsam? Hoshi, gib Gas! Fangen wir mal mit denen an. So, hauen wir uns hier noch einen Ahorn weg. Dann sollten wir 36 Bretter, das heißt 18 Baumstämme. Ah, noch zwei. Haben wir denn eine hässliche Birke? Oh, oh. Ich liebe das. Manchmal kannst du reinrennen und werden wie ein Kampfschrei. Oh! Wie das wohl aussehen muss. Ah, Mist. Ich wollte das so ein bisschen epischer. Der wartet immer zu lang. So. Freunde und Kameraden. Der Nacht. Dann machen wir jetzt noch schnell die. Mhm.
Dann haben wir unsere 36 Bretter. Was haben wir hier alles drin? Stöcke? Nice, kann ich gebrauchen. Ja, lass das Feuerholz mal. Dann sieht aus, als wäre hier was zu tun gewesen. Zum Glück haben wir das zweite Lager ausgebaut. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem Zeug. So. Jetzt haben wir schon mal die Bretter. Es tropft rein. Also gut, dass wir das Dach gleich fertig haben. Und hier nochmal. Jetzt brauchen wir Steine. Unzählig viele Steine. Jetzt müssen wir mal kurz durchrechnen. 7, 7, 7, 7. Also 14, 28, 42, 49, 55. 55 Steine. Ich weiß, wo wir die finden. Wenn wir schon mal hier sind, ganz kurz, machen wir das hier noch schnell fertig. Ich meine, ich habe hier 100 Stöcke. Da haben wir das ja auch. Und wer weiß, demnächst in den neuen Folgen ist vielleicht auch wieder Sonne dabei. Und dann können wir betrachten, was wir hier Wunderschönes gebaut haben. Das ist ja dann nicht nur ein Schießplatz, sondern das wäre auch der Verteidigungsspot schlechthin. Dann später, wenn wir angegriffen werden. Oh oh. Das ist so, wenn man so dicke Finger hat und sich kurz bewegt. Spannendste Teil von allen, Blechzaun bauen. Das ist so der Moment, wo ich bei YouTube immer vorgespult habe. Ich habe mir tatsächlich so gut wie gar kein Medieval Dynasty Let's Play von jemand anderen angeschaut. Ich habe alles selber gemacht, seit dem ersten Tag, wo Medieval Dynasty rauskam. Seit 3 Staffeln. Dritte Staffel mit über 100 Folgen schon vorne. Muss mal gucken. Wenn wir irgendwann alles hier fertig haben, dann geht die hier auch zu Ende. Dann ist die Frage, was machen wir dann? Immer und ewig Medieval Dynasty? Noch eine vierte Staffel? Ich kann mir vorstellen, irgendwann könnte das Thema auch mal ausgelöscht sein. Ihr könnt ja gerne mal bei euch in YouTube in den Kommentaren reinschreiben, was ihr dazu denkt. Oder hier, meine Freunde in den Chat. So, holen wir uns ein paar Steine. Ich weiß immer, wo ein paar rumliegen. Und dann bauen wir eben die Werkstatt zu Ende. So. Sind ja fast alle weg. Da sind die Steine. Wie viel habe ich gesagt? 55. Oh, Wegerich. Ich mag Wege und Wegwarte. Und Disteln. Disteln sind so schöne Blumen. Gut, dass wir noch ein paar Blumentöpfe haben für die Dekoration später. So, dann haben wir den Spot hier schon mal fertig. Wo könnten noch große Mengen Steine sein? Hier. Mitten im Herzen.
So. Hey, Dr. Medbus. Breitwegerisch sollte man immer mitnehmen. Überhaupt nicht verwerflich. So oft, wie ich verletzt werde. 55, ein paar fehlen noch. Ah, hier sind noch genug. Ich glaube, die kriegen wir hier zusammen. Alles, was wir mehr finden, ist auch nicht schlecht. Schon 58, 59, 60. Ach, weißt du was? Wir sammeln jetzt noch ein paar Steine. Dann können wir nämlich nächste Folge auch direkt die Steinmauer fertig machen für den Schießplatz. Und zwischen den Folgen werde ich mit dem Chat dann auch nochmal ein paar Bäume jagen gehen. Und wir brauchen ja noch Elche, wir müssen noch Elche jagen. Vielleicht machen wir das dann nächste Folge. Ich sag's wie es ist, man kann nie genug Steine haben, Freunde. So. Ich glaube, das sollte reichen. Das sollte reichen. Jetzt können wir die Werkstatt bauen. Sind wir denn richtig? Ja. Da bringen wir noch schnell einen Schluck. Sammelt die nicht selber. Ich lasse hier meine Mine abbauen. Am Anfang geht das auch vielleicht, aber mittlerweile, die Mine haben wir zum Beispiel 6 von 6 Arbeiter und wir haben alles nur für Eisen. Das ist einfach nur Wahnsinn. Und dann haben wir auch noch in der Lehmgrube alles auf Lehm gestellt, weil wir so viele Töpfe für Geld machen. Wir verkaufen ja in großen Etappen. Verkaufen wir unser Alkohol. Der macht richtig Asche. Ah, noch 7. So, 55, das sollte genau passen. Guck mal, wir sind fast im selben Takt wie der Schmied mit dem Hammer. Jetzt nicht mehr. Ah, jetzt hat er gerade gelöscht. Vielleicht steigt ihr bei uns in den Takt ein. Wir haben auch mittlerweile so viele Rezepte, die wir neu bearbeiten müssen. Und Tierfutter, weil wir wahrscheinlich keinen Roggen haben. Das heißt, am Ende der Jahreszeit müssen wir nochmal drüber gucken, ob wir Roggen eingepflanzt haben. Und wir müssen auch jemanden einstellen. Wir haben noch so viel zu tun, Freunde. Für die Felder. Ja, nicht geschafft. Egal. Werkstattstufe 3, Freunde. Bäm. Was hat sich geändert? Nichts. Wir können immer noch alle Holzdinger bauen. Genau wie vorher. Und wir können alles töpfern. Genau wie vorher. Hat sich also nichts für uns geändert, aber wir haben eine wundervolle neue kleine Werkstatt, Freunde. Die natürlich im Regen unglaublich bescheiden aussieht. Aber ey, ein Ding nach dem anderen. Schön.
So, und während wir jetzt losgehen und uns ein bisschen... warte. Können wir hier schon mal den Steinzorn ein bisschen noch zu Ende bringen. Aber während wir gleich rübergehen und uns um die Roggenfelder kümmern, damit wir auch in der nächsten Aussaat ganz viel Roggen haben. Verabschiede ich euch gleich schon und freue mich mit euch dann in der nächsten Folge wieder durchzustarten. Aber schön geworden. Das ist ja nur der Anfang. Wir müssen ja noch so viel bauen, damit der Schießplatz sehenswert wird. So viel zu tun, Freunde, und so wenig Zeit. Kann man eigentlich schon jeden Tag streamen, ne? So. Ja, genau. Komm, noch ein Stein liegt doch hier rum, oder? Ein Stein, dann haben wir das Stück Mauer fertig. Da. So, schön. Ich mag es, wenn irgendwas ein bisschen abgeschlossen aussieht. Dann haben wir hier schon mal die Mauer fertig. Hier kommt eine Mauer. Die dekorieren wir dann. An jedem dieser Dinger kommt so ein Kopf. Den wollten wir eigentlich mit einem Bolzen fixieren, aber irgendwie ist der Pfeil weggegangen. Der ist weg. Einfach weg. Keine Ahnung woher. Hi, White Wagon. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Tashi und ciao.